Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 12. November 2022. Wie viel Aufmerksamkeit verdient das Außen? Botschaft von Meister Kutumi. Empfangen durch Jan Johannes Kassel. Die Welt ist noch, wie sie ist, weil der Mensch ist, wie er ist. Unerlöst und unbewusst verhält er sich Mutter Erde gegenüber rücksichtslos, den Tieren gegenüber herzlos und den Mitmenschen gegenüber lieblos. Das ist nur möglich, da der Mensch aus der Einheit gefallen und in den Abgrund der Trennung gestürzt ist. Wie viel Aufmerksamkeit verdient das Außen? Innen wie außen. Gebt den Konflikten, Kriegen und Auseinandersetzungen, die sich jetzt ereignen, die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Und sie verdienen so viel Aufmerksamkeit wie jene Dramen, die sich in eurem Inneren abspielen. Die Heilung vom Leid, das dir in vielen Leben widerfahren ist, ist jetzt oberstes Gebot. So spiegelt die äußere Welt die innerlich noch vorhandenen Wunden und die unerlösten Schmerzen vieler Existenzen, außen wie innen, innen wie außen. Ich bin Meister Kutumi. Unterliegt nicht dem Irrtum, ihr solltet euch vom Außen abwenden, ohne gesehen zu haben, was im Außen geschieht, ohne erfahren zu haben, was das mit euch selbst macht, ohne euch bewusst gemacht zu haben, auf welche Weise äußere Ereignisse mit eurem Innenleben verbunden sind. Am Beispiel der Tierhaltung, am Beispiel des Umgangs mit der Umwelt und den Mitmenschen kannst du klar ablesen, dass innerer Frieden sehr viel mit äußeren Verhaltensweisen zu tun hat. Die Welt ist noch, wie sie ist, weil der Mensch ist, wie er ist. Unerlöst und unbewusst verhält er sich Mutter Erde gegenüber rücksichtslos, den Tieren gegenüber herzlos und den Mitmenschen gegenüber lieblos. Das ist nur möglich, da der Mensch aus der Einheit gefallen und in den Abgrund der Trennung gestürzt ist. Das weltweite Geschehen zeigt auf, was einen großen Teil der Menschen innerlich ausmacht: Unfrieden, Disharmonie und Lieblosigkeit. Unter diesem Aspekt machen die Ereignisse dieser Zeit Sinn und du kannst verstehen, warum es so sein muss, wie es ist. Neue Kräfte und dein Einsatz. Jetzt jedoch kommen neue Kräfte ins Spiel. Jetzt geht es um dich und um deinen Einsatz. Denn auf die weitgehend geklärten Menschen, die sich ihrer Gedanken, Worte und Werke bewusst sind, kommt es jetzt an. Wie ist diesem Leid ein Ende zu bereiten, wenn es Teil von dir ist? Deshalb ist es von immenser Wichtigkeit, dass du jetzt deine noch offenen Lebensthemen im Lichte Gottes erlöst. Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass du das Weltgeschehen nicht verdrängst, sondern hinblickst und dabei beobachtest, was das mit dir macht. Welche Ängste können noch aktiviert werden? Löse sie. Welche Sorgen keimen auf? Übergib sie Gott. An welchen Stellen kochst du vor Wut oder Zorn? Akzeptiere das. Und gibt es Hass in deiner Seele? Verwandle ihn in Liebe. Das Außen lädt dich heute dazu ein, dir deine eigenen Schatten bewusst zu machen und die Meisterschaft über deine niedrige Natur zu erlangen. Deshalb ist es von unschätzbarem Wert, dass du hinblickst und wahrnimmst, was ist,
dass du die Potenziale der Heilung im Zeitgeschehen erkennst. Ganz konkret geht es um dich und um deinen vollständigen Ausstieg aus der Welt von Konflikten und Kriegen. Diese spirituelle Reise beginnt, indem du das Außen als Spiegel für deine Transformationsarbeit akzeptierst, und sie endet, sobald du mit deiner Geschichte wahren Frieden schließt. In unendlicher Liebe, Meister Kutomi. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.